Ja, heute geht es um das Buch Die Ich-Strategie. Ich-Strategie. Die Kernfrage ist ja, wissen Sie eigentlich, was Sie wollen? Oder weißt du, was du willst? Wir müssen zwei Fälle unterscheiden. Einmal, ich bin ganz jung, 20, kurz nach dem Abi oder bin jetzt gerade bei der Lehre und will mein Leben aufbauen. Und auf der anderen Seite, ich bin vielleicht schon ein bisschen älter, 40, ein bisschen älter vielleicht. Und bin gar nicht zufrieden mit meinem Leben. Also am Anfang, ich weiß gar nicht, was ich will. Und das andere, ich bin unzufrieden, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich will. Und wichtig ist, dass man einfach sein Zielportfolio kennt. Das muss man sich erarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das Entscheidende, man hat ja nur ein Leben, zumindest nach den meisten Philosophien. Und wie gestalte ich das Leben? Wenn man jung ist, denkt man sich, oh, ich habe ja noch so lange hin. Wenn man so alt ist wie ich, denkt man sich, naja, ein bisschen habe ich noch. Und wenn man noch viel älter ist, dann überlegt man sich, habe ich eigentlich alles richtig gemacht? Und vernünftig mit seinem Leben umzugehen und gut mit seinem Leben umzugehen, heißt auch zu wissen, was man will, sich selber kennenlernen, Stärken, Schwächen, so dass man, und das ist das Schlimmste eigentlich, dass man vermeidet, dass man irgendwann rauskommt und sagt, ich habe irgendwie mein Leben gar nicht richtig gelebt oder ich habe es irgendwie verbaselt. Ich hatte ein Leben und ich habe daraus nichts Gescheites gemacht. Nun gibt es da immer Zufälle und Glücksmomente und Schicksal und so weiter. Da kann man immer nichts dran machen, aber es gibt immer einen großen Teil, was man selbst bestimmen kann. Und diesen Teil, den man selbst bestimmen kann, den kann man nur dann bestimmen, wenn man ungefähr weiß, was man möchte, in welche Richtung das geht und wenn man sich selber auch kennt, um sich selber nahe zu kommen. So, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das herauszufinden. Das größte Glück ist, wenn jemand schon weiß, was er gerne möchte. Es gibt solche Menschen, die sagen, ich muss Arzt werden oder ich will Politiker werden oder Feuerwehrmann oder was auch immer. Gibt ja immer viele Träume und Möglichkeiten. Und manchmal ist es dann auch wirklich klar, man weiß, was man will. Aber das ist ja den meisten nicht vergönnt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, man tuffelt so in sein Leben hinein und guckt mal, was so passiert und lässt sich sozusagen führen. Oder man kommt dann und dann kommt man vielleicht irgendwo raus, wo man gar nicht hin wollte. Und darum geht es halt, das soll man vermeiden. Und dieses Buch Ich Strategie ist jetzt eine Checkliste, und es ist ein Arbeitsbuch übrigens, das muss ich gleich sagen. Es ist kein Konsumbuch, man liest das nicht und sagt, ja, ist ja nett, und jetzt weiß ich's, jetzt bin ich klar, ich kenne mich jetzt selbst und weiß, was ich gerne möchte. Nein, leider nicht. Es ist ein Arbeitsbuch, man liest das durch, das ist die Theorie. Dann gibt es dazu noch das zweite, hier, das ist ein Strategieheft, was man alle 1, 2, 3 Jahre, je nachdem, mal füllen sollte, schreiben sollte. Ja, also, worum geht es jetzt in dem Buch, die Ich-Strategie? Wie bin ich das Ganze angegangen? Es besteht aus mehreren einzelnen kleinen Teilen und Abschnitten. Der erste Abschnitt, den ich, der klar ist, ich fange jetzt erstmal an und erkläre, was ist ein Ziel, warum braucht man ein Ziel und wie macht man das eigentlich, um einfach den Begriff zu Ach klären. ja. Eine Sache noch, das Thema Ziel oder das Wort Ziel, das ist so dogmatisch, so streng und man fühlt sich da manchmal oder viele fühlen sich da von dem Begriff nicht so richtig abgeholt, weil das in so einen Zwang hineinkommt. Es gibt andere Begriffe, Wünsche. Ja, ein Wunsch ist für mich etwas, was man gerne hätte, aber nicht so wirklich konkret angeht. Und ein Traum ist für mich etwas, was, ja, wäre schön, wenn, aber es ist noch nicht mal ein Wunsch. Und so ein Ziel ist etwas, was man ins Auge fasst, was man sagt, okay. Das will ich jetzt. Also ich will jetzt einen Marathon laufen, dafür muss ich was tun. Oder ich will Mount Everest besteigen, dafür muss ich was tun. Und das bricht man dann runter. Das wäre so ein Ziel. Aber es ist jetzt dieser ganze Zielbegriff und insbesondere was das eigene Leben ausmacht am Ende, das ist so vielfältig, so vielschichtig. Das ist ja nicht nur, sind nicht nur ein Ziel oder zwei, sondern es ist so ein ganzer Strauß von Zielen. Und das bilde ich hier ab. Also das Inhaltsverzeichnis besteht aus 7 Kapiteln insgesamt und ein allgemeiner Teil, dann kommt die Definition der persönlichen Ziele da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und dann gibt es das Kapitel der Lebensziele. Die Lebensziele sind die Ziele, die finden Sie auch in vielen anderen Büchern. Da geht es um die Hauptpunkte, ja? Familie, Partnerschaft, finanzielle Unabhängigkeit, Gesundheit, Freundeskreis, berufliche Erfüllung. Und so weiter. Das ist
Das ist der klassische Block, den muss man auch für sich klären. Komme ich gleich darauf zu. Und dann gibt es noch und das finden Sie in vielen Büchern, wie gesagt. Das ist jetzt nicht originär Büttner. Aber das nächste Kapitel, Kapitel 4, die Ich-Ziele, das finden Sie, also ich meine, bei keinem anderen Autor noch nicht, kann sich ja noch ändern. Und da geht es mir um die Entwicklung der Persönlichkeit, der persönlichen Skills, um am Ende ein Ziel zu erreichen. Das Kapitel 4 ist aber besonders deswegen wichtig, weil wenn man in dem Block Lebensziele nicht wirklich klar sieht, dann kann man sich überlegen, wie kann ich meine Persönlichkeit entwickeln, um mich selbst kennenzulernen, um mich selber auszuprägen, auszuprobieren, um dann vielleicht auf dem Weg der Verbesserung, der Entwicklung, dann dahin zu kommen, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich genau, was ich möchte. Das ist genau mein Thema. Und deswegen ist das schon ein Kapitel, was mir sehr wichtig ist und was mir sehr gut gefällt. Dann gibt es noch ein Kapitel 5, die Hier- und Jetzt-Ziele. Die Hier- und Jetzt-Ziele ist etwas, was für mich persönlich ganz wichtig ist, dass man nicht nur irgendeinen Zielen hinterherläuft und immer nur in die Zukunft guckt und dass die Zukunft mit dem heute bezahlt, sondern ich möchte auch ganz gerne, dass man das heute genießt und trotzdem die Zukunft im Auge behält. Deswegen ist das Kapitel 5 hier und jetzt Ziele wichtig. Im Kapitel 6, da geht es um wie man jetzt mit der Sammlung von den Zielen umgeht, wie man die priorisieren kann. Wenn Sie so arbeiten, wie ich das vorschlage, dann schreiben Sie für jedes einzelne Ziel, was Sie ganz gerne hätten, schreiben Sie eine kleine Karteikarte. Und haben Sie einen ganzen Stapel von Karteikarten? Und wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser Masse an guten Zielen, die Sie haben? Darauf gehe ich nachher rein. Kapitel 7 ist dann, wie setzt man seine Ziele um? So, das ist der kurze Abriss darüber, worum es geht in diesem Buch, wie ich es mache und vor allem, warum Sie das Buch lesen sollten, wenn Sie den Bedarf spüren in sich.